Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, wir sollen uns zum Archiv begeben. Da werden wir jetzt auch direkt hingehen. Soll es hier nicht rumspringen? Das ist das Archiv, glaube ich, gewesen. Naja. Und er redet gar nicht mehr mit mir. So eine Sauerei. Nur weil ich einmal gespeichert habe und mal raus musste. Aber es war doch schon so spät gestern. Das Zimmer zur Linken. Dort tagen die Ratsmitglieder. Nachricht. Das Obergeschoss ist noch unsicher. Wir holen die dort verwahrten Schriftrollen, wenn die Schäden behoben sind. Okay, aber hier gibt es wohl was. Achso, das sind die Schriftrollen. Moment. Was ist denn hier so am. Ist das da oben? Scheinbar, ne? Ziehen wir eben durch. Ach, das war das, wo ich nicht hingekommen bin beim letzten Mal. Ja, das war doof. Okay. Eine Liste mit Waren, die Jofrovik für das Julfest benötigt. Das ist Audons Handschrift. Einiges ist durchgestrichen. Woher nahm er die Mittel für solche Anschaffungen? Audon hat viele Verbindungen. Aber die haben wir doch schon alle gelesen. Ein Wachssiegel. Es ähnelt dem aus der Kloake. Das Siegel, das du der Nadel abnahmst. Glaubst du, dass es jemand gestohlen hat? Lass uns weitersuchen. Verstehe ich nicht. Das haben wir uns ja alles schon durchgelesen. Dieser Tisch sieht aus, als wäre er hierhin bewegt worden. Er gehört hier. Er ist voller Silber. Okay. Auf dem Boden sind Kratzspuren. Jörs Tisch stand mal an der anderen Wand. Wieso jetzt nicht mehr? Ne? Eine Geheimtür. Wo sie wohl hinführt? Bewacht die Tür. Tja, wo führt sie wohl hin? Das wissen wir alle nicht. Können wir es herausfinden? Keine Ahnung. Wir gehen einfach mal nicht da durch, weil sie verschlossen ist. So, wir gehen einfach mal da durch. Ah, vielleicht kommen wir jetzt. Nee, wir kommen immer noch nicht dahin, oder? Nee, schade. Na gut. Hinweise. Hier wurde Wein gelagert. Wer ihn auch wegbrachte, war in großer Eile. Das soll Wein sein? Das sieht mir eher nach alchemistischen Fläschchen aus. Eine Ladung Wein wurde hier weggebracht. Und der Raum riecht nach Mandeln. Vielleicht ist der Wein vergiftet worden. Vermutlich der Wein für das Julfest. Glaubst du etwa, dass eines der Ratsmitglieder vorhat, alle Gäste zu töten? Sieht ganz danach aus. Er ist es nicht. Nicht mein Chör. Er würde das niemals tun, er... Reiß dich zusammen. Über diese Möglichkeit können wir nachdenken, wenn wir alle Fakten haben. Jetzt müssen wir erstmal zum Julfest. Die Menschen dort schweben in Gefahr. Du hast recht. Zum römischen Amphitheater. Gehen wir. Ja, wir müssen natürlich alle Möglichkeiten in Betracht ziehen. Aber ich hoffe natürlich auch, dass es nicht so ist. Ja, können wir jetzt gehen, Mädel? Ich denke, das ist so wichtig. Hier können wir auch noch später nachgucken. Das kann ich auch noch offline machen, wie ich da reinkomme. Weil ich möchte natürlich auch die Rüstungsteile und alles hier rausholen und mitnehmen. Hinten ist ein Schlüssel. Ich würde aber gerne den Schlüssel holen, ohne jetzt hier aufgehalten zu werden. Ja, Moment. Moment. Ich lasse dich mal kurz da stehen. Ich spreche sofort mit dir. Aber wenn man schon sieht, dass es da einen Schlüssel gibt, dann wäre es natürlich ganz gut, den auch zu nehmen. Kann ich das hier... Komm, schlagen. Hallo. Wieso schlägt die nicht? Hallo. Wieso schlägt die hier nicht? Ich komme hier doch ganz eindeutig durch. Was ist das denn? Okay, muss ich jetzt nicht verstehen. So.
Aber hier schlägt die auch nicht. Was ist denn jetzt los? Hä? Kann ich jetzt generell nicht mehr schlagen, oder wie? Ich habe auch den Schlüssel genommen. Ich kann auch nicht mehr plündern. Was geht denn jetzt ab? Ich speichere besser vorsichtshalber mal das Spiel. Irgendwie ist das hier gerade ganz komisch, weil wenn ich jetzt gleich überhaupt nichts mehr machen kann, kann ich denn noch klettern? Klettern kann ich noch. Aber ich kann nicht schlagen. Ich weiß nicht, warum ich nicht schlagen kann. Oder das ist jetzt irgendwie blockiert, weil jetzt gleich irgendwas hier passiert. Das kann natürlich auch sein. Ich hoffe, dass es daran liegt. Weil, aber warum kann ich dann schießen? Das ist irgendwie sehr, sehr unlogisch. Siehst du den Wein? Nein. Dann haben wir noch Zeit. Der gesamte Rat ist anwesend. Jeder von ihnen könnte die Kammer sein. Halt Ausschau nach dem Wein. Ich spreche derweil mit den Ratsmitgliedern. Vielleicht verfangen sie sich in einer Lüge. Auch hier? Auch hier. Wenn er die Kammer ist, dann werde ich sicher nicht zulassen, dass er hier alle tötet. Yuffina. Ich hab verstanden. Aber versprich mir eins. Rede mit mir, bevor du zuschlägst. Versprochen. Ich kann auch nicht rollen. Das macht mir Sorgen. Ich kann gar nichts machen im Moment. Ich kann nicht rollen, dann ich kann nicht schlagen. Ich rede mit den Ratsmitgliedern. Ich erwähne den Wein und achte auf ihre Reaktion. Vielleicht führt mich das zur Kammer. Faravid, auf ein Wort. Ach, Ränge. Wenn du mit mir kämpfen willst, lautet die Antwort ja. Jemanden wie dich könnten wir gegen die Pikten brauchen. Du darfst mich bitten, aber ich wähle meine Seite mit Bedacht. Trinkst du gern? Ha, wenn das eine Herausforderung ist, nehme ich an. Sehr gut, ich werde gleich mit Wein zurückkommen. Wein? Ach komm, wir trinken lieber Ale. Dann haben wir länger Spaß dabei, gemeinsam betrunken zu werden. Okay, das heißt jetzt noch nichts, aber Faravid steht schon mal eindeutig auf der Liste der Verdächtigen. Audun, anscheinend hast du ja doch Geld gefunden, um das Fest abhalten zu können. Du bist sicher glücklich. Da untertreibst du. Sieh nur, ich hätte mir keinen größeren Erfolg wünschen können. Bald wird das Festmahl aufgetragen. Und all diese Leute erhalten, was sie verdienen. Darauf sollten wir anstoßen. Ich hole uns etwas Wein. Nein, nein, ich darf nicht sündigen. Der Wein ist für die Bewohner Jochowiks. Aber trink du nur, sobald er ankommt. Okay, ich schätze, alle werden jetzt wahrscheinlich Nein sagen, oder? So wie das hier schon losgeht. Das ist nicht gut. Das füllen wir schon mal vorsichtshalber auf. Man weiß ja nie. Tja, wer war das? Da bist du ja. Ich war schon in Sorge. Dazu besteht kein Grund. Wir haben die Kammer hierher verfolgt. Er gehört zum Rat. Bist du sicher? Ja. Sobald ich weiß, wer es ist, bohre ich ihm meine Klinge ins Herz und beende die Sache. Bis dahin ist es wichtig, dass ich keinen Argwohn mit meinen Nachforschungen errege. Ich brauche deine Hilfe. Natürlich. Was soll ich für dich tun? Besauf dich, so schnell du kannst. Was? Wieso? Ich brauche eine Ablenkung. Der Wein sollte bald ankommen. Trink 3 volle Becher und dann beginn mit dem Schauspiel. Das sollte sie von mir fernhalten. Das kann ich mir nicht leisten. Du musst eine andere Lösung finden. Tu es einfach. Ich werde das Silber in den nächsten Tagen haben. Vielen Dank, Bui. Natürlich. Rixige. Ah, nimmst du auch am Festmahl teil, Eivor? Ich habe schlechte Nachrichten. Der Wein für das Fest ist leider verdorben. Natürlich. Wieso sollte ich etwas anderes erwarten? Ich werde ihn vernichten lassen. Vielleicht gibt es noch Wein in meinem privaten Lager. Ich schicke jemanden, ihn zu holen. Sonst noch etwas? Das ist alles. Genieße das Fest. Ich versuche es. Okay. Moment, das ist sie jetzt wieder. Haben wir denn noch jemanden, mit dem wir hier sprechen können? Sieht nicht so aus, ne? Eivor, konntest du herausfinden, wer die Kammer ist? Nein! Noch nicht. Aber ich werde bald zu einer Entscheidung kommen. Haben wir denn nicht noch irgendwelche anderen Hinweise eventuell bei uns hier beim Orden?
Ich habe ja doch irgendwo die Kammer gesehen. Da, zwei Hinweise haben wir doch auf jeden Fall schon. Er ist eins der vier, ja. Das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Aber so von der Silhouette her würde ich mal sagen, dass das der eine war. Moment. Jetzt haben die sich vom Spiel aber selber verraten, glaube ich. Steht der jetzt noch hier? Das ist doch der Typ hier, oder? Würde ich jetzt mal glatt behaupten. Nee, nicht die Deichsel. Ja, würde ich glatt behaupten, dass das der Typ ist. Wie heißt denn der jetzt? Scheiße. Auhun, glaube ich, hieß der, oder? Ich habe es mir extra eben aufgeschrieben. Der erste hieß Faravid und der zweite, glaube ich, wo ich hingegangen bin, war der hier. Also müsste das Auhun gewesen sein. Ich beschuldige jetzt einfach mal den Auhun. Ich hoffe, ich habe jetzt den richtigen. Hast du eine Ahnung, wer es ist? Ich glaube, ja. Jedes Ratsmitglied hat mir Gründe gegeben, es zu verdächtigen. Einige mehr als andere. Und wen hast du im Verdacht? Risike, das war ja der auf dem Thron saß, ne? Und der hat ja direkt gesagt, Also, der Audun hat auf jeden Fall gesagt, das kann er nicht machen und das gehört nur den anderen. Und laut dem, wie der aussah, denke ich, dass es der Audun ist. Ich bin mir jetzt aber ehrlich gesagt nicht sicher. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung, was jetzt passiert oder nicht passiert, wenn ich jetzt das Falsche wähle. Deswegen, ich sag jetzt mal, dass das der Audun ist. Audun war es, der von Anfang an dieses Fest wollte. Er hat es geplant. Also hatte er auch Zugang zum Wein. Und er half der Äbtissin Ingiborg dabei, christliche Texte zu sammeln. Es stellte sich heraus, dass sie die Feuerprobe war. Ja. Okay. Ja, du hast recht. Und der Wein? Von allen Ratsmitgliedern wusste nur er, dass der Wein noch nicht da war. Als ich welchen anbot, verweigerte er sich und bestand darauf, dass er nur für die Gäste wäre. Aus diesen Gründen glaube ich, dass Audun die Kammer ist. Brüder, Schwestern, liebe Freunde, seid willkommen. Bevor wir anfangen, möchte ich euch unsere Ehrengäste vorstellen. Einige von Jofroviks meistverehrten Persönlichkeiten geben sich die Ehre. Männer und Frauen, die Stadt in diesen rauen Zeiten am Laufen gehalten haben. Daher freue ich mich, dass wir heute nicht nur Jul ehren, sondern auch die Edelinge, in deren tiefer Schuld wir alle stehen. Der Wein! Audun ist die Kammer. Zu spät, wir dürfen die Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Nun bitte ich euch, ihre und eure Erfolge mit mir zu feiern. Trinken wir auf das, was ihr verdient und mehr. Verdammt! Und nun, betäubt und geblendet von eurer Lust nach Schwelgerei und eurem närrischen Stolz, sage ich euch, was genau eine edle Abstammung ist. Ein Todesurteil. Eine neue Weltordnung steht bevor. Leider wird sie keiner von euch erleben. Bring die Ratsmitglieder in Sicherheit. Ich übernehme Audun. Los! Die werden sofort angreifen. Das ist mir egal. Audun, spar dir den Atem. Er wird dir... Es gibt kein Entkommen. Keine Zukunft für Leute wie dich. So. Das war jetzt aber nicht ganz synchron. Was willst du mit all dem erreichen? Welche Reichtümer sind so viel Elend wert und den Tod von ehrbaren Männern und Frauen? Nur ein dümmlicher Geist würde sie ehrbar nennen. Sie sind privilegiert, langsam, selbstgefällig. Sie verschwendeten ihre Mittel. Ich sicherte unsere Macht durch Reichtum.
Ich bin Teil der Zukunft eines wunderbaren Ordens. Du hast ehrliche Menschen ausgenutzt. Händler, Priester und auch Edelinge. Eivor, du liegst falsch. Deine primitive Kosmologie hält dich zurück. 9 Welten in einem Baum? Nein. 9 mal 9000 Welten mit ebenso vielen Sonnen. 9 Nächte hing ich an diesem Baum, opferte mich selbst, mir selbst. So sucht der Weise nach Weisheit. Zahllose Sphären, die unser Geschenk, unsere Erleuchtung erwarten. Ich lebe nur in einer Welt. Du lebst in keiner. So, Moment. Ihr seid die Guten, ne? Achso, ich muss mich nur noch mit ihr treffen. Moment. Ist auch einer von denen, Moment. Ich muss mich ja eigentlich mit jemandem treffen. Ich muss mich hier gar nicht prügeln, deswegen... wo soll ich mich denn mit der treffen? Nein! Nein! Nicht das neue Leder! Ich wollte nicht schlagen, ich wollte da hochspringen, ihr Idioten! Ich weiß doch noch nicht mal, ob das ein guter oder ein schlechter war. Also ein netter, also einer auf der richtigen Seite oder ein böser. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Oh Gott. Nee, so wirklich nicht. Ich habe keine Zeit dafür. Ich muss mich mit irgendjemandem, mit ihr wieder treffen. Ich weiß nur nicht, wo sie ist. Entschuldigung. Wo ist sie denn? Hilf mir. Sei meine Augen. Und wo hier? Hier drüben. Hier, Jofina. Ach da. Wo sind sie hin? Alles in Ordnung? Uns geht es gut. Farawit und seine Leute haben König Rixige zurück in seine Halle gebracht. Alle sind in Sicherheit. Dann treffen wir uns dort. Okay, gehen wir zur Halle. Ich habe aber gerade... Ich habe doch gerade hier noch einen Schlüssel gesehen. Ach, unten drunter. Naja, gut, okay. Wo ist denn die Halle? Zeig mir nochmal, wie ich da hinkomme. So kann ich mit dem reden? Was war das für einer? Ist nicht eventuell Reiten schneller, Leute? Ich habe Nein. auf. Nein. Ja, ich meine schon, Geld, aber nicht du jetzt. Bist ziemlich emsig. Ja, ist ja toll. Ich wollte aber reiten. So, los. Die gehen auch nur noch 2 Stunden. Das ist natürlich schlecht. Ach, jetzt kann die auch nicht schnell reiten. Ich glaube, ich bin doch schneller, wenn ich zu Fuß gehe. So. Ich bin definitiv schneller, wenn ich zu Fuß gehe. Audun, dieser wehleidige Scheißkerl. Das ist mir egal. Ich will antworten. Ruhig, König Rixige. Audun ist tot. Das beruhigt mich nicht. Ich wollte ihm persönlich die Wirbelsäule rausreißen. Du willst mich beruhigen? Fang an zu reden. Audun war mit einer geheimen Gruppe im Bund, die Joforvik übernehmen wollte. Er bekam Hilfe von 2 anderen. Grigori, dem Hafenmeister, und Ingiborg, der Äbtissin. Und du? Warst du seit dem Moment deiner Ankunft auf der Spur dieser Verschwörer? Ja, es durfte nur nicht bekannt werden. Diese Gruppe kann jeden erreichen und die Mauern jeder Stadt durchdringen. Wie Würmer in einem Apfel hätten sie Joforvik von innen zerfressen, wenn wir es ihnen erlaubt hätten. Aber du konntest es verhindern. Wir sind dir zu ewigem Dank verpflichtet. Sei sicher, dass Jarl Halfdan davon erfahren wird. Ist die Bedrohung vernichtet, dann ist ja auch meine Verbundenheit gewiss. Ich verdanke dir mein Leben, so wie viele andere auch.
Ich würde dich gerne zur Großgräve von Jofovik ernennen, ehrenhalber. Nimmst du an? Das klingt jedenfalls gut. Du ehrst mich, Herr. Du hast es dir verdient. Wenn ich so frei sein dürfte, in den Hohlräumen unter den Straßen liegt ein großer Silberschatz. Wie wahr, das Silber, das der Hafenmeister eingetrieben hat. Was schlägst du vor, damit zu tun? Unterstütze den Krieg? Nee, gib es den Händlern, weil die haben ja auch schon... Die sind ja beraubt worden im Endeffekt. Schwer arbeitende Händler wurden ihrer Waren beraubt. Ehre das Julfest, indem du das Silber den ehrlichen Bürgern Jofovix zurückgibst. Ein weiser Rat. Ich stimme zu. Gut. Ich sorge dafür, dass Hjör das Silber gleichmäßig verteilt. Komm, Faravid, hilf mir, den Schatz zu bergen. Ich könnte etwas frische Luft vertragen. Es gibt ein Sprichwort in Yarmaland. Nur die Toten dürfen sich beschweren. Und wir leben noch. Ich könnte ein paar Worte gegen den König oder das Schatzhaus vorbringen. Aber wozu? Du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Vielleicht war es unser Schicksal, Harald Nordwege vorzuenthalten. Vielleicht ist es das noch. Nein. Nordwege liegt nun hinter mir und der Rest Englerlands vor mir. Gleichwohl. Ich muss gehen. Warte. Solltest du uns je brauchen, wir kommen. Noch eine Sache. Das Silber auf deinem Tisch, Hjör. Es säte einen Zweifel in mir. Also muss ich es wissen. Wofür ist es? Ich kann wohl auf die Überraschung verzichten. Ich habe einen Silberschmied angeheuert, um ein Geschenk für Yufina schmieden zu lassen. Zum Julfest. Du Gauner! Ich werde dann lieber gehen, bevor ihr den Thron entweiht. Bis sich unsere Wege wieder kreuzen, Eivor. In dieser Welt oder der nächsten. Wenn es dich erneut nach Jofovik verschlägt, trink ein Ale mit uns. Ich kenne ein Gasthaus die Straße runter. Ja, wunderbar. Dann hat diese Geschichte doch auch wieder ein sehr positives Ende. Ruf mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Ja, ich würde sagen, das werden wir machen. Ich werde jetzt gleich offline noch ein bisschen hier in der Stadt plündern und werde euch dann gleich wieder hinzuschalten, wenn wir bei Randvi sind und ihr von dem Bündnis erzählen. Bis gleich. Randvi, wo bist du? Ich habe frohe Kunde. Wir haben ein neues Bündnis. Eivor, ja. Alles in Ordnung? Natürlich, außer dass ich nicht mit dir reden kann. Ich habe in Jofovik den Orden der Ältesten mit Jufvinas und Hjörs Hilfe ausgelöscht. Und sollten wir sie je brauchen, werden sie da sein. Du erfüllst diese Aufgabe gut, Eivor. Wirst du bald zu den Verborgenen gehören? Ich bezweifle es. Prügeleien in Seitengassen bringen wenig Ruhm. Ja, damit haben wir auch unser nächstes Bündnis geschlossen. Welches Bündnis wir allerdings jetzt annehmen werden, das sehen wir in der nächsten Folge. Dann ist das ein bisschen zusammenhängender. Bis dann. Ciao.